Moin und herzlich willkommen im Infokanal des ZFR der Fakultät 1 der Hochschule Bremen. In dieser Folge zeigen wir Ihnen, wie Sie den VPN-Client installieren und anschließend nutzen können. Jede Institution hat Informationen, die sie gerne nach draußen weitergibt, wie zum Beispiel die Webseite. Natürlich gibt es aber auch Daten, die schützenswert sind und deshalb hinter einer Firewall stehen. Diese sind dann nur innerhalb des Netzwerks abrufbar. Manchmal ist es aber auch gewünscht, dass ein genau bestimmter Personenkreis auf einzelne Informationen von außerhalb des Netzwerks zugreifen kann. Der VPN-Client ermöglicht es Ihnen, zum Beispiel online auf die Bibliothek zugreifen zu können, ohne dabei an der Hochschule sein zu müssen. Um den VPN-Client zu installieren, rufen Sie bitte mit einem beliebigen Browser die Webseite vpn.hs-bremen.de auf. In dem Login-Fenster geben Sie bitte Ihren Benutzernamen @hs-bremen.de ein, gefolgt von Ihrem Passwort. Ihr Betriebssystem wird automatisch erkannt, in unserem Fall Windows, und wir können den Download starten. Nach erfolgreichem Download starten wir den Installer. Sollte die folgende Meldung Ihres Betriebssystems kommen, bitte bestätigen Sie diese. Der Installer öffnet sich und wir müssen die Lizenzbedingungen annehmen, um mit der Installation beginnen zu können. Nach der erfolgreichen Installation finden Sie das Programm in Ihrem Startmenü unter Cisco AnyConnect Secure Mobility Client. Wenn Sie den Client ausführen, öffnet er sich rechts unten in der Ecke. Nun müssen wir noch einmal den Server eingeben, vpn.hs-bremen.de und mit Connect bestätigen. In dem folgenden Feld geben Sie wieder Ihren Benutzernamen @hs-bremen.de, gefolgt von Ihrem Passwort ein. Der Client stellt nun mit Ihren Daten die Verbindung her. Sollten Sie die folgende Meldung Ihres Betriebssystems sehen, können Sie dies einfach mit Nein bestätigen. Sie können sich den Status Ihres Clients rechts unten unter ausgeblendete Symbole ansehen. Ist er verbunden, zeigt er ein kleines Schloss. Mit Disconnect trennen Sie die Verbindung wieder. Das war schon alles. Ab sofort können Sie den Client benutzen. Stellen Sie die Verbindung her, wenn Sie ihn benötigen, und trennen Sie sie wieder, wenn Sie fertig sind. Vielen Dank fürs Zusehen. Kritik und Anregungen können gerne in den Kommentaren hinterlassen werden.